Heute werde ich Sie noch einmal einführen in Land- und Forstwirtschaft und wie ein Schamane denkt, aber auch wie Jesus Christus gedacht hat. Wenn man sieht das Land vor sich, dann schaut man, was wächst da. Dann sieht man Hunderte und Aberhunderte Hektar. Und es wächst, ist nichts angebaut worden, seit 40 Jahren. Nur Gras, verstehst? Und wohin man, wie weit das Auge schaut, sieht man Löwenzaun und Gras. Aber kein einziges Tier, also keine, das ist keine Weide, verstehst? Man sieht über Quadrat und Quadrat Hektar, Hunderte, ich weiß nicht wie viele Hunderte oder Tausende Hektar das sind, nur Löwenzahn. Man kann das versuchen, ich habe eine schlechte Kamera zu zoomen, dass die Bisse auf alles Löwenzahn. Also und das ist tatsächlich, wenn ich das jetzt zeige, wenn ich gehe, ist, das sind alles Kräuter, die der Landwirt kennt, das ist alles Naturkraut, da ist nichts gepflanzt, verstehst? Und man erkennt da, dass seit Jahrzehnten nichts gepflanzt wurde, weil man das kennt an den wildwuchernden Gewächsen, verstehst? Die nur dann herauskommen, wenn über lange viele Jahre nichts getan worden ist, verstehst? Weil sonst lebt keine Kamille oder so. Die kommt erst nach vielen Jahren wieder heraus. Und so kann ich, soweit das Auge reicht, verstehst? Ganze Meere von Löwenzahn erkennen, in allen fernen Gebieten, aber kein einziges Strohhalm angesät, also nix. Und es ist natürlich auch keine einzige Kuh oder irgendwas, der draußen weidet. Alles nur Kretzenblumen, wo ist er denken? Und das ist eine Vergoldung sondergleichen. Die warten, also da könnten 100, 200, 300.000 Menschen davon leben, vom Ertrag, verstehst? Und jeder wartet auf ferne Bezüge und niemand baut irgendeinen Acker an. Verstehst du, weit das Auge reicht? Und jetzt zeige ich das dann. Ich werde jetzt ein Stück fahren. Also alle Äcker nur Gras. Verstehst du, das ist alles nur Gras. Und da natürlich auch nur Gras. Also alles nur Gras. So weit das Auge reicht, verstehst du? Nur Gras. Nur Gras. Da ist nichts, was bestellt ist. So weit das Auge reicht, verstehst du? Kein nichts bestellt, verstehst du? So weit du mit den Augen bis zu den Bergen, hier 70 Kilometer davon entfernt hinten die Berge, ist nichts bestellt, nichts bestellt, verstehst du? Und das ist Frühling, sonst würde der Löwenzahn nicht wachsen, verstehst du? Das ist wirklich wahr, verstehst du? Das ist kein Schmäh, weil sonst würde der Löwenzahn nicht wachsen, verstehst du? Wenn in den Feldern was bestellt würde, gewesen sein, verstehst du? Dann würde nichts wachsen, verstehst du? Dann würde der Löwenzahn, könnte ich jetzt nicht abbilden, verstehst du, wie ich meine? Wenn das kein Schmäh wäre, verstehst du? Dann, wenn das jetzt ein Betrug wäre, das, was ich dir zeige, dann könnte ich das nicht abdichten, verstehst du, wie ich meine? Das ist wirklich kein Betrug. Jetzt zeige ich das. Also die Hoheit versucht das zu zeigen. Die Hoheit, verstehst du? Die Hoheit, ob ich mit Kawasaki fahre oder mit Honda fahre, verstehst du? Die Hoheit, sie rasten hin. Die Hoheit. Der Hoheit ist alles wurscht, verstehst du? Die Hoheit ist wie ein Draufgänger, verstehst du? Die Hoheit. Hey, 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 hey. Schöne Vögel, siehst du? Ja, alles Kretzenblumen. Schöne Vögel. Luft. Verstehst du? Alles Vögel. Siehst du die Vögel? Alles Vögel. Alles Kretzenblumen. Verstehst du? Nur mit Kretzenblumen. Alle Felder mit Kretzenblumen. Soweit das Auge reicht. Nur Kretzenblumen. Schöne Vögel. Verstehst du? Soweit das Auge reicht. Überall Kretzenblumen. Auf jedem Feld Kretzenblumen. Soweit das Auge reicht. Alles Kretzenblumen. Verstehst du? Soweit das Auge reicht. Nichts bestellt. Kein Acker. Kein Flügel, kein Altar, nichts bestellt. Aber Jesus Christus sitzt zur Rechten Gottes, verstehst du? Jesus Christus ist nicht dumm, verstehst du?
Ja, ich bin auch nicht dumm, verstehst? Mich kannst du nicht betrügen. Wenn du wirklich mitarbeiten würdest, konstruktiv, dann würde das alles jetzt anders ausschauen, verstehst? Dann würde das nicht so ausschauen, verstehst? Das kannst du mir nicht erzählen, verstehst? Ich bin ja kein Trottel, verstehst? Wenn du das AK bestellen wolltest und konstruktiv mitarbeiten wolltest, verstehst? Dann wäre jetzt nicht überall alles langsam, verstehst? Dann würde das leben. Irgendwas, verstehst? So lebt nichts. Da könnten 100.000 Menschen leben, verstehst? Das ist das Tragische, das furchtbar Tragische, verstehst? Wenn jeder gegen den anderen karoliert und zum Schluss hat niemand leben können, verstehst? Und jetzt könnten hunderte, tausende Kinder leben davon. Das furchtbare Tragik, verstehst? Die Tragik. Und so bin ich allein auf dieser armseligen Welt.